Ich habe gehört, ich bin ein sehr beliebter Redner und wurde gleich, als ich von der Bühne gegangen bin, aufgefordert, Ihnen noch etwas mitzuteilen. Und jetzt bitte ich alle Lehrer, Beamten und sonstige hier zu mir auf die Bühne zu kommen, wenn sie sich trauen. Nur zur Information, am 19.09. findet beginnend um ca. 17 Uhr die nächste Demonstration statt. 17 Uhr, damit die Frage beantwortet ist. Vielen Dank. Nur eine Ansage. Ich muss noch eine Ansage machen, und zwar sind wir gerade einen Werbeclip am Machen für die Demo. Hört man mich eh gut? Ja. Für die Demo in Berlin, in Wien am 31.10. Wir bereiten eine Großdemonstration vor, und ich weiß nicht, ob das schon durchgesagt wurde. Für den Werbeclip brauchen wir Statisten. Wir wollen eine Menge darstellen und in der Menge so eine Art Flashmob. Wir sind auch immer willkommen, sind sehr gute Sänger oder Laiensänger, die aber intonieren können. Und sonst einfach Statisten. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Präsenz für dieses Video. Wer sich dafür interessiert, bitte hinter die Bühne kommen und dann regeln wir alles Weitere. Danke. Ja, also vorher hat der Herr Bodo Schiffmann gemeint, dass es in Deutschland eine Remonstrationspflicht gibt und dass die, und er nicht wusste, ob es die in Österreich auch gibt. Ja, in Österreich gibt es genauso eine Remonstrationspflicht für alle Lehrer und Beamten. Und diese sollte auch von Ihnen, falls möglich, durchgeführt werden. Haben Sie irgendwelche Sachen im Job schon mal erlebt gehabt, wo Sie irgendwelche Anweisungen bekommen haben, die Sie nicht gesetzeskonform gefunden haben? Ja, hallo. Ich habe tatsächlich, als diese Einführung der Maskenpflicht kam, mich geweigert, die Maske aufzusetzen. Hab das zuerst im Lehrerzimmer kundgetan, woraufhin eine Kollegin panisch den Raum verlassen hat, obwohl sie vorhin noch gemeint hat, dass das eigentlich sinnbefreit wäre, am Gang Maskenpflicht und im Lehrerzimmer dann nicht. Kurz darauf wurde ich zur Direktion gebeten, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, und musste mich dann dort auch erklären. Ich habe dort wieder gesagt, dass ich diese Maske nicht aufsetzen werde, weil... weil das einfach allem widerspricht, woran ich glaube, wofür ich stehe und was ich auch meinen Schülern vermitteln möchte. Mir wurde dann mitgeteilt, dass ich allein aufgrund dessen, dass ich ja eine Vorbildfunktion hätte, diese Maske zu tragen habe. Ich habe dann gesagt, das ist für mich ein Grund mehr, sie nicht zu tragen. Also es endete dann damit, dass ich eine Dienstanweisung bekam. Was heißt Job oder Maske? Ja, ich durfte mich dann entscheiden. Ich habe den Job noch. Ich habe dann die Maske da unten getragen und mit Maulkorb beschriftet. So bin ich dann durch. Momentan habe ich das Glück, in einem Bezirk zu leben, der auf grün gestellt ist. Das heißt, wir haben ab Montag Regelunterricht. Und ja, ich freue mich eigentlich schon auf die Diskussionen mit meinen Schülern und ich werde die Diskussion und das offene Gespräch fördern und unterstützen und dann schauen wir mal, was passiert. Ich möchte mich auch nochmal an euch wenden.
Wir Lehrer, wir kommen in Situationen, wo wir überlegen müssen, wie wir das mit gutem Gewissen, mit unserem guten Gewissen vereinbaren können. Ich möchte eine Situation schildern. Die Klassen sind ja jetzt immer getrennt, also die Klassen werden geteilt oder wurden geteilt. Ich rede mal von der Vergangenheit. Hoffentlich wird das anders sein, wenn ich jetzt in 2 Tagen wieder anfange. Die Klassen wurden geteilt. Über Wochen haben die sich nicht gesehen, zumindest nicht in der Schule. Wir wissen nicht, was sie privat gemacht haben. Und gegen Ende, also in den letzten Schultagen, waren wir in den Vorbereitungen für verschiedene Abschiedsfeste und so weiter. Und dann lief praktisch dieses Programm ein bisschen aus dem Rahmen, weil plötzlich im Schulhaus beide Gruppen einer Klasse anwesend waren. Und die sind sich auf dem Gang begegnet und sie können sich vorstellen, was passiert ist. Die sind aufeinander zugerannt und haben sich in die Arme genommen. Und sie können sich nicht vorstellen, aber es gibt Lehrer, die dazwischen gehen. Und ich habe es nicht getan. Ich habe jetzt die Sommerklasse mitgeleitet, hatte eine 4. Volksschulklasse und habe die Kinder gefragt, warum sie Masken tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Schule gab es keinerlei Regeln, weder Abstand noch Maske. Wir durften leben, wie wir wollten in der Schule. Das war aber nur deshalb so, weil es keine Regeln gab für die Sommerklasse. Zu unserem Glück. Ich habe mit den Kindern sowas gebastelt. Ich habe gesagt, hier in die Glassichthülle gebt ihr eure gearbeiteten Zettel hinein und wenn im Zug irgendwer ganz dumm kommt, dann gebt sie Zettel raus und setzt es euch einfach auf als Maske. So. Ich möchte euch als Abschluss noch eine kurze Geschichte erzählen, die ich auch den Kindern erzählt habe. Und zwar von einem Studenten, der zu einer Stadt kam. Rund um die Stadt war eine Stadtmauer und im Schatten der Stadtmauer saß eine Gestalt. Als er näher kam, merkte er, das ist der Tod. Er ging auf den Tod zu und fragte, was machst du hier vor der Stadtmauer? Der Tod stand auf und sagte, ich gehe gleich in die Stadt und hol mir 50 Leute. Was? Du holst dir 50 Leute aus der Stadt? Ich muss sie warnen. Der Student rennt in die Stadt, schreit herum, versteckt euch, sperrt euch ein, lasst die Arbeit liegen. Und der Tod kommt gleich und er holt sich 50 Menschen. Die Leute durcheinander rennen herum, sperren sich ein, lassen die Arbeit liegen. Aber der Tod kommt überall hinein. Nach einer Woche kommt der Student wieder aus der Stadt. Er sieht den Tod wieder bei der Stadtmauer sitzen. Er rennt auf ihn zu, sagt, Tod! Was hast du gemacht? Du hast gesagt, 50 Menschen wirst du dir holen. 5000 sind gestorben in dieser Stadt. Wieder erhebt sich der Tod und sagt, ja, ich habe mir meine 50 geholt, alte, kranke, die schon im Sterben lagen. Die anderen, die hat die Angst dahin gerafft. Und die hast du, Student, in diese Stadt gebracht. Ja, und dann gibt's jetzt mit der neuen Schulregelung, leider wird es nicht besser. Es gibt vielleicht Klassen, die nicht im Schichtbetrieb arbeiten, aber sie sind die einzige Klasse, die die Schüler jemals sehen werden. Zumindest nach derzeitigem Plan. Sie werden die anderen Klassen nie sehen, nur Kinder aus ihrer eigenen Klasse kennenlernen in der Schule. Und dies ist in einer Schule, wo man Sozialbewusstsein lernen sollte. Das geht nicht. Ja, das war's dann schon. Hallo. So. Weil es gerade gut zum Thema passt, ich habe ein Video mitgebracht aus Bregenz, es ist sehr kurz. Und dort spricht ein junger Mann, eigentlich ein Kind, der Paul. Und dieses Video möchte ich euch kurz abspielen. Er erklärt,
wie es über der Grenze in der Schule aussieht. Bitte, Adrian. Hallo. Ich bin Paul aus Deutschland, also Konstanz. Ich gehe in Kreuz. Ich gehe in Kreuzlingen in der Schweiz in die Schule. Wir haben dort weder Abstandsregeln noch Abstandsmarkierungen auf dem Schulgebiet. Die Klassen werden nicht getrennt und alle Schüler dürfen miteinander spielen, Spaß haben, ringen und raufen und sich umarmen. Ich stehe hier, um euch zu sagen, dass das geht, dass das Spaß macht und dass ich mir das auch für alle Schulen auf der ganzen Welt wünsche. Ich verstehe nicht, warum sich Viren 200 Meter hinter der Grenze anders verhalten sollten als an unserer Schule. Wir haben seit Mitte Mai bereits wieder normalen Schulunterricht. Nur müssen wir uns zum Unterrichtsbeginn die Hände gründlich mit Seife waschen und wir benutzen zwei verschiedene Treppenaufgänge. Ansonsten ist unser Tagesablauf normal. Wir sind alle gesund. Ich stehe hier, weil ich keine Masken tragen will, bis eine Impfung kommt. Und ich möchte mich hiermit auch gleich gegen eine Impfung aussprechen. Da ich meinen Körper sehr gut zum Beispiel mit Sport und frischer, abwechslungsreicher Ernährung gesund halten kann. Ich möchte Kindern eine Stimme geben, damit sie selber entscheiden können, was mit ihrem Körper passiert. Es geht hier um die Zukunft von uns Kindern. Wir brauchen dafür neue, liebevolle Wege. Vielen Dank. So, das war der Paul, der hat bei uns in Bregenz gesprochen am 23.08., als wir die Vier-Länder-Demo hatten.